Let's Play The Punisher bei Keinplan Gaming für den Gameboy. Punisher The Ultimate Payback ist der Titel, rausgebracht vom Publisher und oder Entwickler, ich bin nicht sicher, LJN, was wahrscheinlich manche noch aus den Episoden vom Angry Video Game Nerd kennen. Was sind denn die Top 5 Punisher? Woher hat er denn die Namen? Keine Ahnung, was das für ein Highscore ist. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Spiel ist. Ich würde sagen, wir starten einfach. Anna spielt als erstes. Okay. Wer den Punisher nicht kennt... Ich drücke Start. Der Punisher ist eine Figur aus dem Marvel-Universum und ist eine der wenigen oder die einzige Figur, ich weiß es nicht genau, die keine Superkräfte hat, sondern einfach nur super militärisch ausgebildet wurde und es sich sozusagen, nachdem die Familie von Gangstern umgebracht wurde, zum Ziel gemacht hat, alle Menschen vor den bösen Vergewaltigern, Drogendealern und so weiter zu beschützen. Also da stand eben... Und Spider-Man sagt uns jetzt unseren seinen ersten Auftritt, wir sollen jetzt in einem Einkaufszentrum gegen Gangster vorgehen. Und es ist... Ah, okay. So eine Art Lightgun-Shooter. Mhm. Für einen Gameboy. Mit Gangstern, die einen Einkaufswagen da langfahren. Wie geil ist das denn? 4 Leben haben wir, sehen wir unten. Das ist, daneben ist eine Punktzahl. 3 Granaten, wahrscheinlich über die andere Taste, nicht über die Schusstaste, kannst du die irgendwie aktivieren. Ah, okay. Und daneben hast du eine Munitionsanzahl. Das ist ein Hallo, Ende. Ich treffe die gar nicht. Du bist schon tot? Das ging echt schnell, oder? Ich treffe die nicht. Da oben ist einer im Aufzug. Eine Granate. Also ansonsten, wenn du merkst, es klappt nicht, dann wirf eine Granate. Ja, das bringt leider nichts. Die Granate bringt auch nur im Umfeld von 3 Metern was. Echt? Hast du das schon ausprobiert? Ja, gerade eben. Zeig ich dir gleich nochmal. Oh, da kommt einer aus dem Schuhgeschäft. Guck auf die Granate. Hast du das gesehen? Nee. Scheiße. Hab ich nicht. Ja, du hast aber immer noch 3. Du hast gar keinen geworfen. Doch. Oder hast du eben danach wieder einen aufgenommen? Ich hab's nicht gesehen. Du hast da noch ein Leben. Wie viel Continuous hat man denn wohl? Hast du die Granate gesehen? Nee. Oh Mann, Markus, guck doch hin. Ich guck hin, aber ich sehe es. Ja, guck doch hin, wenn ich's mache. Da. Hast du es gesehen ja, jetzt? Ich habe das nie wahrgenommen, weil die Animation so billig ist. Was sind das für Frauen, die da während Leute rumballern mit ihren Einkaufstaschen in Ruhe durchschlendern? Ich würde mich irgendwo verstecken. Oh. Oha. Hast du es gesehen, wie elegant er da runtergehüpft ist? Wo bin ich? Nee, wo bin ich? Du bist Game Over. Sag mal, ich habe so geil geschossen, ja? Wie kann ein Game Over sein? Ich frag mich, ich habe so viele Leute getroffen, Mann. Das ganze Spiel ist vorbei. Du musst alles von vorne machen jedes Mal. Wie geil. Nein, das ist nicht geil. Das ist total also jetzt krank. Kann ich erzählen, was er da erzählt. Er sagt, dass die Unschuldigen beschützt werden müssen und die Drogenbosse müssen bla bla bla. Und Spidey sagt hier, dass wir uns treffen. Also ich finde das sehr super mit denen im Einkaufswagen, ne? Fällt mir richtig gut. Ah, ich kann die Fenster immer kaputt hauen. Also vielleicht sind da Items im Winter. Ja. Da kommt einer runter. Und jetzt schnell runter. Du darfst nicht alle Items einsammeln, schaffst du nicht. Ja. Das ist ein Red Herring im Game Design. Du sollst denken, du schaffst es, aber du schaffst es nicht. Schnell runter. Red Herring Game Design ist bestimmt. Oh! Scheiße! Da hast du echt viel Leben verloren, den du dir erschossen hast. Echt? Ja. Hallo, ich treff die doch! Nee, irgendwie hast du die nicht getroffen. Vielleicht musst du. Vielleicht triffst du die. Ich weiß auch nicht. Man sieht ja nicht so richtig, wann ein Schuss abgegeben wird und wann nicht. Jedenfalls nicht in der Hitze des Gefechts. So. Hast du irgendwie jetzt eine andere Waffe? Keine Ahnung. Wenn du unten diese Waffen aufhebst, dann passiert hier eigentlich auch gar nichts, weil Nö. Du hast immer dieselbe Waffe. Ja. Ist ja auch ein Gameboy-Spiel, das heißt, du hast jetzt hier nicht so die Möglichkeit, groß Waffen zu wechseln. Ja. Oh, das ist eine. Aber ich glaube, du bist noch nicht weiter als vorhin. Aber du bist schon mit dem Leben besser dran als vorhin. Ja, ich habe mehr Körbe hier gefunden. Ja. Oben, unten. Unten, den übersiehst du. Automat ist einer. Oh, du hast dein Leben dazu bekommen. Ja, geil! Cool it, big guy, we've got a problem.
der Drogenboss hat sich im Supermarkt verschanzt. Er hat, Irgendwas. If you can free them, I'll swing down and grab them. Okay. Okay, also wir sollen die Geiseln befreien. Aus dem Supermarkt. Wie denn? Indem wir die ganze Kühlabteilung auseinandernehmen. Du hast begrenzte Munition, ne? Das weißt du. Wie? Soll ich echt? Nein, du hast begrenzte Munition. Verballer nicht alles, wollte ich gerade sagen. Was soll ich denn machen? Warten. Und jetzt die Geiseln befreien. Ich glaube, das habe ich irgendwie nicht so gut gemacht. Oh, das ist der. Was bei dir? Ist der böse? Ich weiß nicht. Ja. Granate. Achso, das heißt, der kommt jedes Mal rein und wir müssen jedes Mal eine Geisel befreien. Ist echt scheiße zu steuern, oder? Ja. Aber ich hab sie noch gerettet. So, wenn jetzt gleich der Dicke kommt, dann wirf eine Granate auf den. Und jetzt nochmal. Okay. So richtig verstehe ich das noch nicht. Was ist die Frau abgeschlossen eben? Oh Gott, mach keinen Scheiß. Letztes Leben. Frag mich, wie viele. So, jetzt kommt er nochmal. Nochmal. Okay, wir haben ihn geschafft, oder? Nee, doch noch nicht. Ich kann nicht mehr schießen. Ist Game Over. Alter, ich hab das so geil gemacht, Mann! Oh, du bist immerhin hier in den Top 5. Ich frag mich aber ernsthaft, wie viele Level es gibt, wenn du keine Continues kriegst, ne? Das machst du super. Ey, wo ist A? Vor B meistens. Start. Nein, was Start. Denn? Einfach mein Start. Fake. Einfach Start. Ja, oh. Jetzt steht Anna. Du wusstest, dass das so ist. Ich wusste nicht, dass er den letzten Buchstaben der Blinken erzählt. Du wusstest es. Wie, und jetzt ganz von vorne? Das komplette Spiel. Das ist hier mega. Mission 1, wie viele Missionen gibt es? Und wie viele Helden gibt es? Willst du? Ja, ich versuche. Also. Ja, ich krieg schon Helden. Es sind nur zwei Knöpfe. Da Granate. Und die Fenster. Es geht ja gut. Die Fenster kannst du abknallen. Die Fenster kaputt machen. Da verstecken die sich manchmal. Fenster. Da oben sind Fenster. Immer schön die Medipacks einsammeln. Ja. Fenster! Oh, ich habe jetzt hier so eine Weste aufgesammelt eben. Ja, das ist doch geil. Vermutlich, weil du die Fenster kaputt gemacht hast. Das sind doch viel mehr Medipacks als bei mir. Weiß nicht. Ja, ja, doch. Ja, doch. Bei Toys. Schieß die Toys ab. Oh, Markus! Scheiße! Mann, du bringst mich ja durcheinander. Du lässt mich doch schießen. Da ist einer drin, ist ja gar nicht gut, dass ich geschossen habe. Doch, der kommt ja sonst auch raus, nur du siehst ihn dann erst später. Nicht die Frau! Habe ich ja auch nicht. Du hast eben so viel Leben bei der Frau verloren, wie gemein. Ja, ich. Da kommt auch. Oh, jetzt kommen ganz viele. Oh. Nicht! Unten auch. So, alles gut. Fenster. Ja. Oh, oh, nicht! Diese Frauen sind ja richtig abgebrüht, ne? Ja. Ich hab noch kein einziges Leben verloren, ich kann ja, das. Ja, geil! Ich bin gut in einem Spiel. Deine Leben sind wieder voll. Das Spiel macht eigentlich Spaß. Ist eigentlich ganz cool. Ich kann das, ich kann ein Spiel. Es gibt zu selten in diesem Kanal, dass wir das können. Ein Ab! Ja, geil. Ja, bla bla bla. Spider-Man. Also, weißt ja, was dein Mama muss. Also, ne? Darf ich jetzt hier erstmal noch nichts machen, oder? Du hast hier vorne auch geschossen, aber das hat alles nichts gebracht. Das war nur Verschwendung. Ja, stimmt. Oh, spannend. Gleich kommt der Gegner. Mhm. Schieß bloß nicht die Frauen ab, ne? Geil. Markus! Ich hab das im Blut. Glaube ich noch gar nicht. Doch. Hä? Markus, jetzt.
Oh, scheiße, ich bin vorhin abgeschossen. Doof. Gemein! Das kannst du gar nicht schaffen. Immer schön auf den Kopf. Wie hält denn der aus nochmal? Stage 1 complete. 64 Enemies erledigt, also Gegner. 100%. Ja. Aha. Hostage Bonus 300. Ich vermute mal, das ist alles gut. Ja, top. Nun, ich vermute. Du hast es gut gemacht, Punisher. Übrigens, Punisher. Ich habe den Boss belauscht. Scheint so, als wenn der Rest der Gang sich auf der Marina verschanzt hat. Solltest das alleine hinkriegen, dieses Mal. Ha. Ja, okay, mach ich. Gut. Wenn Spider-Man das sagt, dann hat er recht. Wir brauchen den nicht, Mann. Wir brauchen den nicht. Mission 2, The Dog. Spinne. So, wo seid ihr? Kommt her, ihr Flaschen. Ich hab keine Angst vor euch. Vielleicht findest du da ja auch Sachen drin. Oh, nein! Scheiße. Ein Angler. Warum angelt der auch hier? Schießen, Leute. Das ist ja ein Trollversuch hier. Ah, da war's. Wo kam der denn her? Wo ist denn der runtergefallen? Im Ernst? Vom Game Design finde ich das ganz cool, das Spiel. Ja? Ja. Finde das niedlich. Niedlich? Ja. Ach, guck mal, ich kann auf die Container lang schießen, dann gehen die kaputt. Ah, ja. Da sind dann Sachen drin. Ja. Aber es braucht ganz schön viel Munition. Ja, aber wir brauchen Medipacks. Da. Bisher hatten wir es ja noch nicht, dass wir gar keine Munition mehr haben. Aber es ist halt echt blöd, das ist ja ein Dealbreaker sozusagen. Ja, das stimmt. Alles kaputt machen. Nee, alles nicht. Das hier ging nicht kaputt. Also den Pfeiler hast du eben auch getroffen. Echt? Mhm. Oh, scheiße. Das Spiel straft einen aber auch ganz schön heftig. Ein dafür, Ab hast man, du bekommen. Ja, das straft einen ganz schön heftig dafür, wenn man mal Zivilisten erwischt. Ja. Gerade mal ein Zivilisten, ey. Ja. Du hast noch ein Life. Oh, was kommt da? Versuche rauszufinden, was du machen musst. War das jetzt ein CV? Ich bin nicht sicher, was ich hier mitmachen soll. Markus, ich glaube, du hast keine Munition da. Wofür verliere ich denn Energie? Ja, du musst scheinbar das Schiff echt kaputt machen. Ach, da hinten sind irgendwie Kanonen. Ach, der in dem Wagen eben hat auch auf dich geschossen. Ja? Ja, hat er. Hä? Ja, ich hab hier wie sonst... lange musst du denn drauf schießen? Ich hab nichts mehr. Oh. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Ich habe gar keine Munition mehr und ich habe nichts. Ja, aber irgendwie schießt du ja trotzdem noch. Du musst scheinbar das ganze Boot kaputt machen. Bis keine Gegner mehr kommen. Das ist ja spaßig. Jetzt haben wir's. Du hast es geschafft. Geschafft, okay. 54 Gegner. Wir haben wieder 100%. Ein Abbonus. Now at least the city has been cleansed. At last. Achso. Oder sorry. Last. Mission 3. Warum wir jetzt hier sind, wird uns nicht erklärt. Nope. Einfach so. Spidey braucht. Was war das denn für einer? Hat er sich gerobbt? Der sah ja, total der ist creepy gerobbt. Aus eben. Egal. Pass auf, da gibt's bestimmt auch Zivilisten. Oha, der hat hier Maschinen-Dings. Wow. Oh. Da schießt mich aus dem Dunkeln und ich kann ja. nichts dagegen tun. Ja, aber nicht.
finde, die Granaten könnte man ruhig so machen, dass sie den ganzen Bildschirm clear machen. Also. Ja, eigentlich schon, ne? Von der Fairness her. Sag mal, kann die Gegengegner da drinnen was machen? Ich glaube, der ist gerade rausgefallen. Ja, meine ich auch, aber. Boah. Der Level hier ist mega schwer. Ja. Ist auch mal wieder, das wiederholt sich hier auch alles, wenn ich den Eindruck. Ja. Alter, die werfen auch Granaten. Ja, was sollst du denn dagegen machen? Da kann ich dir gar. Nee, kann ich gar nichts gegen tun. Hab ich einfach Pech gehabt, wenn das passiert. Ja. Medipack. Medipack. Oh. Wahrscheinlich krieg ich. Das nach. Ein ab! Man, du so, musstest gerade nicht von vorne anfangen. Nee, ich hab hier noch. Ja, ach so, Live 2, okay. Ja. Mhm, So kommt jetzt der Endgegner. Mhm, das bestimmt. Sieht so aus, ne? Helikopter, alles klar. Ja, top. Was war das denn? Mach mal den Schwanz ein bisschen kaputt. Ich darf noch eine Granate machen. Was muss ich denn schießen? Das ist ja offensichtlich nicht kaputt genug. Ja. Oben vielleicht noch ein bisschen. Was soll ich noch kaputt machen, Freunde? Sagt. Ja. Ist überall raufgeschossen eigentlich. Ich meine auch, oder? Ja. Schieß mal in die Tür rein. Hallo? Hä? Dann musst du einfach die Gegner jetzt auch um. Jetzt habe ich ihn kaputt. Alles klar. Stage 3 erledigt. Ja, geil. Hä, du kannst das Spiel. Wie viele denn ich noch? Kann ein LJN Spiel. Was ist hier los? Wie viele Level I feel that I'm getting closer. They cannot hide from me forever. Not even the deepest. Wo sind wir denn jetzt? Im Jungle. Jetzt endlich, wenn ich jetzt Game Over gehe, dann ist aber Ende, ne? Weil ich mach das nicht alles nochmal. Es ist jetzt hier, ne? Dann musst du ein paar Ups einsammeln. Wow, was geht? Ich weiß nicht, hier passiert gerade alles. Oben hängt einer wie so ein Affe drin, ne? Soll da James reinmachen? Nicht die Entchen! Habe ich da echt Energie gerade verloren, als ich die Entchen abgeschossen habe? Ich glaube ja. Nein, die Weste! Oh Gott. Schieß nicht die Entchen ab, du. Wo sind die Westen eigentlich gut? Habe ich dadurch dann weniger Schaden? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich krieg echt. Sie ziehen mir Energie ab, wenn ich Enten abschieße. Ja, hallo, das sind Baby-Enten. Das hier ist Vietnam. Hier gibt es keine Regeln. Enten bedeuten hier gar nichts. Da im Wasser! Gar nicht gesehen. Der ist gerade aufgetaucht. Brauch einen ab. Energie. Im Wasser. Da robbt einer. Ja. Da läuft einer. Da robbt einer. Hab ihn. Da hängt einer. Da hängt. Da robbt einer. Da liegt einer. Da springt einer. Da laufen welche. Ich will einen abhaben. Brauch einen ab. Granate. Nicht die Entchen! Nicht die Entchen. Hallo? Warum sind hier so viele Medipacks? Ich brauche ein Up. One Up. Wasser. Oh nein. Ist total schwer, die drinnen zu erwischen. Ja, wegen den Enten, Mann. Ja, wegen den Enten. Ja, du hast wegen den Enten gerade voll viel Leben verloren. Krieg ich jetzt bitte ein Up? Warum kriege ich hier keinen ab? Warum kommen da welche aus dem aztekischen Tempel oder sowas raus? Warum sind da unten Totenköpfe aufgespießt? Granate! Vielleicht sind da noch ein paar Leben versteckt in den Büschen? Oder kommt da?
Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll. Oh, wie gemein. Wieso war das so denn, gut? Wieso war das denn alles du warst da? Am Ende, Mann. Du bist besser als Anna. Wie gebe ich das denn ein? Achso. Warte, das ist natürlich jetzt noch wichtig, dass wir es fertig machen. Ja. Wie viel Platz habe ich denn? Das passt gerade so, oder? Maki. So viel Zeit muss sein. Maki, Mann. Markus. Och, Mann. So, das war ja ein fantastisches Spiel. Es hat mir ich kann das empfehlen, ich fand das geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ihr euch nicht gerade House of the Dead leisten könnt oder so, dann also könnt ihr so das spielen. Also so ein Spiel für ein Gameboy zu machen, das ist eine Idee, Mann. Die Steuerung ist... Weißt du, das ist so, als wenn du die Idee hast, ich mach einen Shooter, einen Ego-Shooter auf dem RPG Maker. Das ist so die, wenn du sagst, ich mach so ein Lightgun-Ding auf dem Gameboy. Netter Versuch, ja? Ist nice auch, try! Ist auch nicht schlecht, wenn man es das erste Mal spielt, aber habe ich Bock, das jetzt nochmal zu spielen? Nein, das ist genug. Aber bist du gerade auf der Fahrt, im Urlaub, im Auto, mit deinen Eltern und du hast noch 9 Stunden Autofahrt vor dir? Ja, dann spielst du dieses Spiel durch. Also ich habe damals nie... Mit dem Gameboy. Also ich hatte damals nie die Geduld, Spiele so lange zu spielen. Also solche Spiele wie das hier. Also jetzt gerade habe ich keine Lust, das nochmal zu machen. Und wenn Anna du mir jetzt sagst, und Markus! Und wenn du mir jetzt sagst, Markus, wenn du das durchspielst, gebe ich dir 100 Euro... Dann überlege ich immer noch, ob ich das echt mache. Ja? Markus, wenn dir jemand 100 Euro gibt dafür, dass du Punisher auf dem Gameboy durchspielst, machst du das? Ja? Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist bei dem Spiel, bei dem Schwierigkeitsgrad, ist das ein miserabler Stundenlohn. Meinst du denn, da kommen noch viele Level? Ich glaube ehrlich gesagt, da wo wir eben waren, das war der letzte oder vorletzte. Ja, siehst du, dann spielst du es durch, Mann! Das war, glaube ich, der vorletzte. Gib mal 100 Euro an Markus. Dann spielst du das durch. Ich sorge dafür, dass er es dann durchspielt. Also, wenn jemand 200 gibt, dann spende ich das. Ich weiß noch nicht wem, dann spende ich das dem Roten Kreuz. Und Markus spielt es durch. 200, Markus spielt es durch und spendet das Geld. Dann machen wir dann... 300, dann behalten wir dann das wieder. Dann machen wir dann einen Livestream draus. Das ist dann die große Clarity mit Kala Facecam. Für 200 Euro. Wir spielen Punisher für einen Gameboy durch. Mit Facecam. Bla. Also, wir hoffen, das hat euch gefallen. Das war Punisher. Es gibt bestimmt bessere Punisher-Spiele. Ich kenne nicht alle Punisher-Spiele, die es gibt. Ich kenne nur eins, das ist das Arcade-Spiel. Das ist super, aber ne, das ist natürlich was ganz anderes. Das ist ein Prügelspiel. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.